Nein, den Teil verstehe ich, aber... Okay, hast du was in den Akten gegengecheckt? Und warum nochmal wurde uns diese Information verschwiegen? Oder dem Arzt in diesem Fall? Woher hast du den Kaffee? Sprichst du mit der Zentrale? Ja, ich erkläre es dir später. Also, psst. Okay. Dann können wir offenbar nicht mit Neil weiterreden. Bin ich aber sehr gespannt, was die Zentrale uns da vorenthalten hat. Das klingt auf jeden Fall, als ob es wichtig wäre. Hat John etwa auch irgendeine Störung? Aber Mom, ich will nicht zur Schule. Es ist Sonntag, Liebling. Sch, lassen Sie sich schlafen. Niemals. Ah, ich kann sie auch gar nicht ansprechen. Ist ja irgendwie. Also ich weiß nicht, aber ich stelle mir das nicht sehr bequem vor, erstens so zu liegen auf dem Sofa und zweitens finde ich es etwas komisch, dass die Kinder Fuß an Fuß schlafen miteinander hier. Aber naja, was ich mich gerade frage, haben wir das Chaos am Bücherschrank hier verursacht? Ja, das Kleid kennen wir schon. Lesen wir doch noch mal eine Passage. Ja, wir sie immer noch nicht lesen, kann ich verstehen. So, des Kaisers neue Kleider. Wir können ja noch mal reinschauen, ne? Wobei wir haben es uns ja schon angeguckt. Ich glaube nicht, dass wir danach irgendwelche neuen Erkenntnisse herauslesen können. So, mal das Licht löschen. Oh, huch! Schalten Sie das auf, Sie Doofnuss! Verzeihung, ich dachte, es wäre noch an. So, nochmal? Ah, jetzt kommt es nicht mehr, schade. So, aber vielleicht können wir jetzt mit Lilly weiterreden. Vielleicht weiß sie ja doch noch etwas. Oder auch nicht. Okay, Telefon können wir auch nicht benutzen. Tja, hier unten war nur das Bad gewesen, noch links, ne? Genau, das bringt uns nicht weiter. Vielleicht müssen wir auch raus aus dem Haus. Vielleicht müssen wir noch mal zu Anja hin. Aber ich will erst noch mal hier im Keller schauen. Die verschlossenen Truhen gibt es auch noch. Es kann natürlich sein, dass wir die niemals öffnen werden. Durchaus möglich. Aber vielleicht, wer weiß, gehen wir noch mal hier rein am besten. So, die Hasen, bringen die uns etwas? Ich glaube ja nicht. Nee, wir kommen ja auch nicht weiter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal außer Haus und schauen mal, ob sich dadurch vielleicht etwas tut. Im Haus gibt es jedenfalls nichts zu entdecken für uns derzeit. Vielleicht müssen wir zu Anja laufen, vielleicht ergibt sich die Sache auch von alleine gleich. So, schauen wir mal. Besser, ich schaue mal, ob Neil eine Idee hat. Ja, das hatte ich doch aber schon. Er hatte keine Idee. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Ich weiß auch nicht, was ich soll. Aber gut, dann wissen wir zumindest schon mal, dass wir nicht zu Anja sollen. Vielleicht mussten wir auch nur noch mal rausgehen, um ihn zu Ende telefonieren zu lassen. Nee, wir können ihn immer noch nicht ansprechen. Tja. Ja, mach dir mal ein bisschen Licht, Junge. Der Hase, ach. Ich dachte, ich hätte ihn bei Johnnys Bett gelassen. Oh ja, wo hast du den gefunden? Oder wo hast du den gefunden? Entschuldigung. Ich dachte, du hast mir den Mund verboten. Vorübergehende Redeerlaubnis erteilt. Ach, was bin ich für ein Glückskind. Also den Hasen habe ich letzte Nacht im Leuchtturm gefunden. Da sind noch haufenweise mehr von den Dingern. Im Keller auch. Aha. Okay, Erlaubnis wieder entzogen. Danke. Super. Der letzte Papierhase, den River John gegeben hat. Ja, wissen wir ja bereits. Wir kommen hier auch nicht wirklich weiter. Vielleicht müssen wir doch noch mal nach oben gehen. Nach oben. Oder vielleicht hier noch irgendwelche Erkenntnisse? Scheint mir nicht so. Ja, lauf doch bitte mal, Mädchen. Manchmal ist es mit der Steuerung ein bisschen mühselig, muss ich sagen.
aber naja, was will man machen? Vielleicht nochmal die Bilder ansehen? Gut, das kennen wir. Ja, er hat gehört, wie er dort telefoniert hat, das wissen wir auch. Wir schauen uns nochmal die Bilder an, vielleicht gibt's hier irgendwas. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste, das ist Anja, das wissen wir. Ja, wissen wir. Das Gemälde zeigt eine Frau, sie hält etwas Gelbes und Blaues, das ist River mit dem Hasen. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas, das ist der Dingens, hier das Schnabeltier. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Ich erkenne Nicholas, ich erkenne hier John und ich nehme an, das wird Isabel sein, die dritte. Dann werden die Bilder von River gemalt worden sein. Dachte ich mir ja auch sowieso eigentlich schon fast. Wobei, hat sie sich dann hier selbst gemalt mit dem Hasen? Ich weiß ja nicht. Na gut, hier oben ist nichts. Vielleicht müssen wir nochmal zur Bank. Jetzt können wir mit ihr reden. Ach, auf einmal. Die beiden kann man wirklich nicht aus den Augen lassen. Gestern waren sie auf bis in die Puppen. Nun ja, es sind aber auch keine alltäglichen Umstände. Nein, wohl nicht. Oh, wollten Sie mich noch etwas fragen? So, Lily, Tommy und Sarah Zukunft. Okay, ich frage erstmal Lily über... Was war denn hier los? Hallo? Ich glaube, es hackt. Also, es hackt wirklich. Gut, fragen wir Lily mal über sich selbst aus. Wissen Sie, es ist ziemlich ungewöhnlich, dass jemand wie Sie hier arbeitet. Ich meine, mit zwei Kindern und alledem. Ach, das geht ganz gut. Wir kommen zurecht. Es gibt auch einen Schulbus, er hält nicht weit von hier. Was hat sie überhaupt hierher verschlagen? Nun, vor einigen Jahren ist mein Mann ums Leben gekommen. Was ist passiert? Der Krieg. Er war in der letzten Einheit, die nach Übersee geschickt wurde. Das tut mir sehr leid. Ich war in Panik. Wir hatten wenig Erspartes und es gab keine Jobs. Johnny sah meine Anzeige und bot mir diese Stelle an. Ich nahm sie dankbar an. Dieses Haus, es war so friedlich. Das half mir, meine Trauer zu überwinden. Zahlt die Regierung denn nicht Renten, um Kriegswitwen wieder auf die Beine zu helfen? Doch, schon. Es dauerte, aber schließlich bekam ich etwas Unterstützung. Inzwischen hatte sich Johnnys Zustand aber verschlechtert. Er brauchte meine Hilfe. Tommy und Sarah gefiel es hier, also sind wir hier geblieben. Und Johnny, er war so froh darüber. Wir werden ihn vermissen. Ich glaube, tief im Herzen wünschte Johnny sich eine Familie. Eine Familie, das könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Und da ich ja sowieso schon die Vermutung geäußert habe, dass es irgendwas mit seinem Vater zu tun hat, würde das natürlich umso mehr passen, weil er dann selbst nie eine richtige intakte Familie gehabt hat. Aber na gut, reden wir mal weiter. Das ist immer in diesem Auswahlbildschirm, dass die Maus ein bisschen hakelt. Sehr merkwürdig. Na gut, reden wir mal über die Kinder. Was werden sie ihnen erzählen wegen John? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mir was ausdenken, aber es wird sowieso nichts bringen. Die Kinder von heute sind clever. Sie werden dahinter kommen. Ist auch in Ordnung. Das ist der Lauf des Lebens. Da gibt es nichts zu verheimlichen. Gut, mehr gibt's da schon gar nichts. Dann noch über die Zukunft natürlich. Das ist ihr Vollzeitjob, nicht wahr? Was werden sie tun, wenn das hier vorbei ist? Was kann ich schon machen? Zurück in die Stadt, eine Stelle suchen und weiterleben, denke ich. Aber es ist schon traurig. Ich werde Johnny und das Haus vermissen. Vielleicht komme ich ab und an mal wieder hierher, auf einen Besuch. Tja, das Haus wird dann auch leer stehen, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann verfällt. Oh, hey! Bevor Johnny das Bewusstsein verlor, erzählte er mir, dass sie beide bald eintreffen würden. Er sagte, dass er wahrscheinlich nicht mehr selbst die Gelegenheit dazu haben würde. Deshalb bat er mich, ihnen zu danken. Also, vielen Dank. Thank you.
Tja, die Gelegenheit wird er nicht mehr haben, zumindest nicht mehr hier, vielleicht noch in seiner Gedankenwelt. Und vielleicht ist Neil mittlerweile dann auch mal fertig mit Telefonieren. Nee, sieht nicht so aus. Vielleicht doch. Was ist? Es scheint, es gäbe es vertrauliche Akten aus Johnnys Kindheit. Aha! Vertrauliche Akten? Vertrauliche Krankenakten, um genau zu sein. Oho! Offenbar hat er während seiner Kindheit eine nicht unbeträchtliche Menge Beta-Blocker verabreicht bekommen. Und was für ein Zufall! Die haben eine klitzekleine Nebenwirkung auf sein komisches Ding namens Gedächtnis. Beta-Blocker. Johnny hatte keine Herzprobleme, oder? Anscheinend nicht. Was uns zur Frage führt, ob diese Nebenwirkungen nicht die eigentliche Absicht waren. Vor allem bei derart großen Mengen. Der Einfluss auf sein Erinnerungsvermögen muss immens gewesen sein. Du meinst, das hat uns den Weg zu den Kindheitserinnerungen versperrt? Jedenfalls ist es kein Maschinenfehler, so viel kann ich dir sagen. Die IT-Abteilung hat mich ganz schön angemotzt, weil ich sie beschuldigt habe. Und was jetzt? Ich habe die Frequenzmodifikationen bekommen, mit denen können wir die Barriere überwinden. Oh yeah. Und wenn wir erstmal in seiner Kindheit angekommen sind, ist es sicher früh genug, um den Wunsch erfolgreich zu übertragen. Worauf warten wir denn? Es gibt da noch eine Sache. Oh, natürlich. Es gibt immer noch eine Sache. Um die neuen Frequenzen zu aktivieren, brauchen wir einen Auslöser. Einen Auslöser? Etwas, das in den versperrten Erinnerungen sehr stark präsent ist. Und wir müssen es Johnny geben, damit er seine Erinnerungen wecken kann. Und wie sollen wir das machen? Wir wissen so gut wie nichts über seine Kindheit. Und selbst wenn wir ein Kindheitsfoto fänden, John ist nach wie vor bewusstlos. Ja, also sind wir keinen Schritt weiter. Weißt du, seit Noras Fall letztes Jahr hatten wir keinen Auftrag mehr, der mich so saumäßig genervt hat. Geht mir genauso. Das bringt mich noch um. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Hab meinen Kaffee vergessen. Ja, bring ihn in Sicherheit, bevor Eva ihn dir wegtrinkt. Notiz zum Beta-Blocker erhalten, das schauen wir uns gleich mal an. Ist natürlich sehr interessant, dann waren meine Verdrängungstheorien also falsch und wir sehen schon hier oben, das Kardiogramm ist jetzt schon gelb dargestellt, das sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Aber na gut, hier haben wir nichts Neues, das Plüschschnabeltier, das bringt uns leider nichts für die frühen Kindheitserinnerungen. Vielleicht hat es was damit zu tun, was wir an Gegenständen gefunden haben. In den normalen Kindheitserinnerungen. Was hatten wir da? Wir hatten als letztes den Ball gehabt. Also das war das früheste, was wir hatten. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das da auch mit vorkam. Jetzt müsste man nochmal in dieses Dingens reinschauen. Da wurde ja auch so ein Stück von dem Frühkindheitserinnerungsfeld gezeigt. Da wurde ein Item gezeigt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Beta-Blocker. Ein Medikament mit erinnerungsbeeinträchtigenden Nebenwirkungen. Ja, das ist ehrlich gesagt sowas, ich habe schon oft von Beta-Blockern gehört, aber ich habe noch nie nachgeguckt, was das eigentlich für ein Zeug ist. Also die haben ja gerade gemeint, dass es für Herzprobleme ist. Ja, von mir aus. Es stinkt! Hör auf, ständig rein und raus zu rennen. Das überfahrene Tier, Eva, es stinkt! Ich weiß, daran bist du schuld, du hast es überfahren. Was ist los? Die Kinder schlafen noch. Moment mal. Die letzte Erinnerung, die, wo wir feststeckten. Sie hatte denselben Geruch. Worüber reden sie beide? Die Geruchsrezeptoren sind direkt mit dem limbischen System des Gehirns verbunden, Lilly. Verstehen sie nicht, was das bedeutet? Was? Er meint, dass der Geruchssinn wahrscheinlich der effektivste Sinn ist, um Erinnerungen zu wecken.
Wir können den Geruch als Stimulanz benutzen, um einen Weg zu seinen Kindheitserinnerungen freizulegen. Und das Beste, obwohl Johnny bewusstlos ist, ist er immer noch empfänglich dafür. Ich glaube, ich habe irgendeinen wichtigen Zusammenhang verpasst. Okay, das ist gut. Das ist fantastisch. Jetzt musst du nur noch etwas von dem Tierkadaver holen. Ja, ich werde... Moment mal, warum sollte ich das Tier holen? Du hast es überfahren. Genau, ich habe meinen Beitrag geleistet. Das dachte ich mir jetzt gerade schon. Oh, du mieser Bastard. Naja, wenn es ihnen hilft, sie... Sie könnten meine Handschuhe haben. Es sind zwar eigentlich keine Wegwerfhandschuhe, aber das wird sich danach vermutlich ändern. Okay, ich denke, du hast sie mir jetzt schon gegeben, oder? Inventar? Nein, hast du nicht. Wo kriege ich die denn? Aber sorgen Sie dafür, dass die Handschuhe danach nicht einmal mehr in die Nähe dieses Hauses gelangen. Das überfahrene Eichhörnchen wird trotzdem rein müssen. Oh Gott. Ja, vielleicht kriege ich die auch nicht als Inventargegenstand, ich weiß es nicht. Schauen wir noch mal kurz bei Neil vorbei. Die Handschuhe stehen dir gut, meine Liebe. Halt einfach den Mund. Willst du dich nicht nützlich machen? Geh wenigstens mal zu Johnny und sieh nach seinem Zustand. Nö, das ist Sache des Arztes. Jemanden dabei zuzuschauen, wie er hilflos zugrunde geht, ist nicht so mein Ding. Ja, jetzt ist Neil wieder etwas unprofessioneller. Ich muss sagen, der hat sich jetzt ein bisschen entwickelt. Der ist jetzt ganz gut drauf geworden. Also der hat sich jetzt halt reingesteigert ein bisschen in die Sache, ne? Jetzt sehe ich es auch, Iva trägt die Handschuhe schon. Deswegen sind die nicht als Inventargegenstand irgendwie verzeichnet. Hätte man natürlich trotzdem machen können, aber egal. Seit er sich da ein bisschen reingesteigert hat und da ein bisschen einen Bezug zu aufgebaut hat, ist er da auch ein bisschen mehr hinterher, habe ich das Gefühl. Und jetzt... Eichhörnchenbande! Déjà-vu. Oh ja. Und seitdem wirkt er auch professioneller und zielgerichteter auf mich in dem, was er tut. Auch wenn das jetzt natürlich gerade wieder nicht so war. Aber naja, ich muss sagen, am Anfang war er ziemlich nervig. Mittlerweile finde ich ihn okay eigentlich. Ein bisschen verschroben natürlich, aber okay. So, Eichhörnchen, du hast dich lang genug hier ausgeruht. Wenigstens hat es aufgehört zu qualmen. Das ist doch schon mal was. Wo mich dieser Job überall hinführt. Es ist zu gefährlich, infektiöses Material von einem überfahrenen Tier einfach so nach drinnen zu bringen. Mit der versiegelbaren Box im Auto sollten wir zumindest den Geruch in den Griff bekommen. Eieieiei. Wo gehen Sie hin? Ich... Für kleine Doktoren. Da bin ich ja mal gespannt, was Neil so eingefallen ist. Für kleine Doktoren ist natürlich Quark, weil er da einfach im Haus hätte gehen können, gibt ja zwei Bilder. Aber egal. Pures Chaos. Der Aufprall hat alles durcheinander geworfen. Mal sehen. Spritze! Ah, hier ist sie. Hermetisch versiegelbare Box erhalten. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch etwas von dem dreckigen Kadaver. Jetzt will ich aber erstmal schauen, was hier rausgefallen ist. Das... Schmerztabletten? Neil? Oh, nähern wir uns jetzt also den persönlichen Geheimnissen unserer beiden Freunde hier. Das wäre ja mal sehr interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es noch so weit geht. Bah! Box mit Verwesungsgeruch erhalten. Wunderschön, ich dachte, du nimmst gleich das ganze Eichhörnchen mit. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Also Leute, das ist ganz schön abartig, jetzt irgendeinem wehrlosen Menschen noch ein bisschen Verwesung unter die Nase zu halten. Naja, gut. Aber ehrlich gesagt finde ich es noch viel abartiger, dass sie jetzt ein Stück rausgeschnitten hat aus dem Eichhörnchen, anstatt es gleich komplett mitzunehmen. Oder wenigstens ein Stück, denn das wird ja bestimmt zweigeteilt gewesen sein vom Reifen oder so. Was weiß ich. Hier? Oh, hey! Hast du das überfahrene Tier mitgebracht? Alles bereit? Schön, dann leg schon mal los, ich bin gleich wieder da. Neil. Ich habe Schmerztabletten gefunden. Ich glaube, es sind deine. Hey! Darf ich fragen, warum du die verschrieben kriegst? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... Oh Mann, das wird jetzt peinlich. Vor ein paar Tagen bin ich gegen eine Betonwand gelaufen. Was? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Du bist einfach so gegen eine Betonwand gelaufen? Was soll ich sagen? Ich hatte wirklich tiefschürfende Gedanken. Du weißt ja, wie abwesend ich dann bin. Das sind ziemlich starke Tabletten hier. Es war auch eine ziemlich starke Betonwand. Da kommt zusammen, was zusammen gehört, sage ich mal. Wie auch immer, du hast das überfahrene Tier, ja? Dann los, unser Johnny stirbt da drüben. Neil, du bist nicht abhängig, oder? Machst du Witze? Ich würde mir eher eine Überdosis reinziehen, als so einen Mist anzufangen. Was? Oh je. Wenn wir an exakt diesem Punkt angekommen sind, gebe ich das Signal. Sobald ich das tue, öffnen Sie bitte das Ventil für etwa 3 Sekunden. Sicher. Wurde aber auch Zeit, dass du auftauchst. Sicher, dass keine Keime entweichen konnten? Alles versiegelt und durchgefiltert. Nicht, dass es einem toten Mann doch viel ausmachen würde. Sie sollten wissen, dass sich Johnnys Zustand rapide verschlechtert. Es könnte ihre letzte Chance sein. Was immer sie beide da drin vorhaben, ich wünsche ihnen viel Glück. Glück ist das Letzte, was wir jetzt brauchen.